Seid gegrüßt, meine Truckerfreunde, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren spannenden und unfallfreien Fahrt mit mir, dem Maximus, und der Spedition Kobanus. Werden wir mit dem Mercedes Actros und 16 Tonnen Silosand die Kasseler Berge bestreiten. Obwohl ja die Spedition, ja, aber Nahrung irgendwie transportiert hat, ne? Qualität hat einen Namen. Spedition Logistik aus Uelzen. Gibt's aber gar nicht mehr so, wie ich das gelesen habe. Aber dazu kommen wir gleich nochmal. Und ja, dann würde ich einfach mal reingehen. Ich habe den LKW ein wenig so angepasst, wie ich das auf die Bilder gesehen habe. Also die haben jetzt nicht komplett lackiert, deswegen... Ja, den Spiegel hätte ich noch schwarz machen müssen. Habe ich auch vergessen. Oben die ganzen Lampenbügel habe ich jetzt drin gelassen, weil ein bisschen wollte ich jetzt nicht komplett runtergehen. Aber ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben. Ah, sollte man gar reinmachen, ich. Johnny Walker. Ob euch solche Folgen mit einer gewissen Spedition gefallen, ob man da vielleicht noch ein bisschen was quatschen sollte, dann haut das mal rein. Also, die Spedition ist ja auch hier oben im Norden angesiedelt. Das Problem ist nicht, dass es der Firma schlecht ging. Nein, ich habe was vergessen. Ich habe hier... Oh, was für eine Strafe gibt es, wenn ich hier bei meinem Rad, also die hinteren, keine Abdeckung oben habe? Die haben sie mir geklaut. Definitiv, das haben sie mir geklaut. Mann, 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 ey, wieder unvorbereitet hier am Start. Nein, der Spedition ging es jetzt nicht schlecht, aber dennoch Folger. Er hat zwar drei Töchter, bloß keiner wollte diese Spedition übernehmen. Ist natürlich auch ein harter Job, muss ich ehrlich sagen. Auf völlig egal, ob Mann oder Frau, ist es für alle beiden Seiten extrem aufregend, mit Stress verbundene Arbeit, und ja, jeder zu einer anderen Idee haben für ihr Lebensabend. Na, dann ist natürlich klar, da keine gezwungen werden. So, jetzt wird es auf jeden Fall schwierig, wieder die Kasseler Berge hier zu fahren, ne? Kassel, Ah, der wird schon packen, 16 Tonnen Sand. Vor allem, bei Sand können wir auch noch mal ganz kurz über das Thema reden. Ja, und dann hat er natürlich eine Spedition, mit der er schon lange zusammenarbeitet. Ich glaube, Alter, Werter, Dieter, irgendwie sowas in der Art, ich habe es schon wieder vergessen. Und dann hat er halt irgendwie, glaube ich, 2000 schon verkauft. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die jetzt so trotzdem noch als Spedition so unterwegs ist. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren reinschreiben. Aber ich finde, sieht irgendwie ganz cool aus. Also auch so die Lackierung finde ich jetzt schön. Also gefällt mir. Oh, man merkt schon, wie er jetzt langsam ein bisschen abbaut. Die Geschwindigkeit verringert. Gucken wir auf den Bordcomputer. Ist jetzt richtig die Kasseler Berge schon? Bei 70 sind wir, wo die 80 gelockt habe. 16 Tonnen Sand, also. Ja gut, da brauchte man wahrscheinlich hinten beim Silo-Auflieger jetzt nicht unbedingt alles nochmal hygienisch reinmachen. Es gibt ja extra für so eine Silo-Auflieger Waschstraßen, wo da unter Hochdruck und einer gewissen Hitze alles nochmal sauber gemacht wird. Und dass man dann wieder Mehl oder irgendwelche anderen Güter transportieren darf. Weiß nicht, ob man da unbedingt eine gewisse Zulassung braucht, um Lebensmittel zu transportieren, oder ein Zertifikat. Kann durchaus möglich sein. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Aber könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Weil du kannst ja nicht Mehl fahren, wenn welchen Sand oder welche anderen großen Gegenstände. Jetzt ein bisschen grobkörniger ist oder ein bisschen größere, dann kann man wahrscheinlich auch einen Schubboden nehmen. Ne? Aber das wäre jetzt zum Beispiel richtig cool, wenn man jetzt mit dem Silo fährt und den dann zur Abladestation, dann ja, wird der so aufgerichtet und so. Ah, das wäre cool. Das gehen würde, aber leider geht das nicht. Ach, herrlich. Die Mercedes hier auf der A7 unterwegs.
Wir haben über 300 Kilometer noch. A7. Der sackt schon wieder ab. Ordentlich. Oh. Ja, ja, ich merke schon. Kasseler Berge, ich komme. Naja, der kriegt's hin. Der kriegt's hin. Ich glaube, das Schwerste ist hinter uns, oder? Oder nicht so richtig sicher. Aber mir jetzt persönlich ist das jetzt nicht aufgefallen, die Firma. Also die wird bei uns nicht so unterwegs sein. Kann durchaus möglich sein, also. Aber wird der blau hier mit dem hellblau? Das sieht echt schick aus. Ich muss sagen, manchmal passt es auch gar nicht mal. Ist gar nicht mal so umgekehrt. Wenn man hier so ein bisschen Kunststoff am LKW hat, ne? Aber mal gucken, ob wir denn beim nächsten Mal LKW so ein bisschen besser nachbauen. Manchmal ist weniger mehr. Aber ich bastel halt gerne. Wenn ich den Truck dann schon so in habe, dann ja, kann man schon mal ein paar Lampenbügel oder so ranmachen. Aber halt nicht übertreiben, ne? Oh, jetzt muss der Trainer kommen. Komm. Schwung will ich nämlich mitnehmen hier. Jetzt. Ich kann jetzt. 60 darf ich hier nur fahren? Warum darf ich hier nur 60 fahren? Ist ja gut jetzt. Natürlich muss ja dann auch wieder die Polizei sein, ne? Das läuft ja wieder. Mann. Oh, was ist der hier für ein schöner Aufleger? Könnte man eigentlich auch mal so fahren, ne? Der hier. Ah, ich werde mal wieder so eine schöne Bastelstunde mit dem anderen Truck hier machen, mit dem PDF-Truck. Vielleicht habe ich es ja schon gemacht. Komm. Krieg mal hin. Zieh. Ach, hör doch auf, ey. Das ist doch schon wieder nicht wahr. Das kann ich hier... Ich habe extra dieses Sticker dran. Passt auf wegen den toten Winkel. Aber nix da. Jetzt können wir vorbei. Er bremst nämlich ab. Ich habe noch ein bisschen Toleranz bis 5 km/h. Hm. Aber. Ja. Hör auf. Das ist einfach nur eine Male hier neben uns. Haben wir nur noch einen Kilometer an. Was wohnen? Kann ich jetzt wieder rüber? Lass mich doch mal rein. Aber jetzt zieht er nämlich ordentlich ab. Oh. Oh, ein bisschen im Windschatten. Ah, guck mal hier, wie er jetzt wieder los dödelt. So, geschafft. Weiter geht's auf der A7. Richtung Norden. Ich glaube, Richtung Hamburg fahren wir. Ich will es jetzt nicht beschreien. Wo steht das? Hamburg, ja. Also wenn ich jetzt bremse, oder er bremst, dann ist hier aus. Denn ich fahre zu dicht auf. Ich bin auch so ein Automatikfahrer, ne? Also, so ein. Auch im Real Life jetzt, ne? Schalten ist nicht mehr mein Ding. Ich hab Bock auf sowas. Jetzt habe ich die Möglichkeit zu überholen. Komm.
Also wirklich, wir haben hier echte Probleme. Der Scania macht hier ordentlich Schubpakete und lässt mich einfach nicht vorbei. Pass mal auf, dann muss ich ja irgendwo jetzt langsam ab hier von der Autobahn, wa? Bin ich jetzt vorbei? Nein. Also wenn das mal ein Elefantenrennen ist heute hier. So, pass auf, der will Zentrum, Hannover. Ja, muss er ja irgendwann mal bremsen, wenn er hier rüber will. Wir bleiben gleich mal auf der Fahrbahn. Huh. Strike! Wir haben es geschafft! Warte mal, haben wir es wirklich geschafft oder biegt er jetzt ab? Ja, verdammt, der biegt wirklich ab. Naja, gut. Kleiner Erfolg. Jetzt haben wir jetzt ein bisschen Ruhe wieder vor uns. Ich glaube nicht, dass dir irgendwann mal sowas kommt wie ein Abstandsregel. Assistent, ja. Brauchst du ja bald gar nicht mehr, brauchst du ja nur noch lenken. Im Multiplayer war das vielleicht ganz gut. So, was haben wir jetzt hier? Ja. 40 Kilometer, das passt noch. Einmal Tutti. Wang, das macht schon einen gewissen Reiz aus, hier lang zu kommen. Mit dem Gerät hier. Gerade hier der Bordcomputer gefällt mir sehr gut hier. Jetzt fragt man aber nicht mehr, ich habe das bestimmt irgendwann mal schon mal verlinkt. Müssen wir mal gucken, meine Mods von, nicht meine Mods von, und zwar, wo ich den Actros mal ein bisschen in der Bastelstunde, da versuche ich eigentlich mal so viel wie möglich Links reinzuknallen, dass ihr da profitieren könnt, ein bisschen raussuchen, was gefällt euch nicht. Gerade in den Bastelstunden geht es ja oftmals um mehrere Mods, die ich jetzt verwende. Dann lasse ich einfach ein paar mehr Mods und so drin. So. Ach, guck an. 120! Meter noch. Naja, eigentlich ein bisschen weniger. Warte mal, ich fahre mal rüber. Ah, Polizei, es geht nicht. Ich hätte dich gerne rausgelassen, aber der Straßenverkehr wollte es nicht so. Aber ist doch schön hier. Mal wieder durch Deutschland cruisen. Man kann ja nicht immer. Naja, soll ich sagen, jetzt durch Spanien, wenn... Meine Güte! Ah, ich habe da oben in den Spiegel noch extra reingeguckt. Boah, da muss ich aber ordentlich auf die Radies hingehen. Ja, und das sind dann wieder so eine Momente, wenn du dann halt mal ein bisschen träumst, ne? Boah, hier Plan aufgerissen. Ach, Ladungssicherung. Alles komplett für den Arsch. Mhm. Und dann fährst du da. Passt nicht richtig auf. Und ruckzuck sitzt du hinten drauf. Weil du damit gar nicht rechnest. Man kann ja auch nicht immer hundertprozentig dabei sein, ne? Also ich meine jetzt, wenn du jetzt unterwegs bist, immer voll dabei. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Also ich merke es bei den Livestreams. Du guckst dann halt auf mehrere Bildschirme. Ich gucke auch immer wieder, nicht, dass da irgendwo ein Fehler oder irgendwo was passiert. Und dann quatscht, bist mit deinen Gedanken schon wieder ganz woanders. Na gut, war sinnlos. Das ist hier drei Spuren hier zu. Aber naja. Manchmal ist es sinnlos, wie der Maximus fährt, ne? So, schauen wir mal.
Oh ja. Ich habe auch diesmal so ein bisschen kleineren Auflieger. Da gab es die Lackierung für Windows. Wie gesagt, da oben die Rundumleuchten, die Tröten und so sind eigentlich normalerweise nicht da mit am Start. Ne? Aber wir fahren so richtig schön in die Dunkelheit jetzt. Es wird dunkel. Ich hoffe, ihr habt keine Angst. 55 Kilometer noch. Sieht ganz gut aus. Obwohl ich ja mit so einem Auflieger gar nicht so richtig einpacke. Das können wir ja gleich mal ausprobieren. Bin gespannt, wo wir jetzt abgeben müssen in Hamburg. Ich denke mal, eine ganz normale Verladestelle ist ja leider nicht mit der Überarbeitung von Deutschland. Auch die Firmenüberarbeitung haben wir nicht ins Spiel. Schade, schade, schade. Okay. Ring? Ah nee, Berlin Richtung nur Hamburg. Na gut, dann fahren wir erstmal Hamburg. Scheint so, als wären wir ein bisschen außerhalb. Ach so, Sand! Wollt ihr noch sagen? Sand ist ja ein sehr, sehr kostbares Gut jetzt lang und mittlerweile geworden. Ich habe hier von Jan Böhmermann das eine Mal so reingeguckt. Das fand ich sehr informativ und sehr. Man denkt ja, Sand, Sand, Sand gibt es ja überall. Ja, man fährt in die Wüste, aber es ist halt der falsche Sand in der Wüste. Der lässt sich nicht richtig verarbeiten. Beton und sowas alles. Weil der durch den Wind quasi das Gestein so klein gemahlen wurde. Ja, es muss hartkantiger sein, also durch das Brechen vom Wasser. Also besser ist dann halt dieser der Sand aus dem Meer, ne? Und davon gibt es halt nicht so viel, weil du mit Sand eben sehr, sehr viele Sachen produzieren kannst. Du kannst halt Glas draus machen, du kannst Inseln ausschütten, du kannst das Beton bauen. Also ein guter und wichtiger Werkstoff ist der Sand. Und ich rede jetzt nicht von dem Sand, den ihr den ihr bei euch in den Socken habt. Oder zum Beispiel den Arschritzen, wenn ihr vom Baden wiederkommt. Ja doch, den könnt ihr ja auf jeden Fall nehmen, aber der ist ja noch durch euer knackigen Popos noch extrem, versandet. lass was. Nee, und das ist ein teures Gut, ne? Also sollte man vielleicht mal in Sandaktien. Gibt's da welche? Sollte man ein bisschen was anlegen, ne? Erde sind ja halt noch sehr viele abgestorbene biologische Sachen noch drin, ne? Wie ist der Begriff Erde und wie ist der Begriff Sand definiert? Müsste man jetzt eigentlich mal herausfinden. Ja, Sand sind aus Felsgestein zerkleinerte Felsen, die dann bei einer gewissen Größe als Sand bezeichnet werden. Erde sind halt sandige und biologische Bestandteile. Bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Mir noch nie Gedanken gemacht, was jetzt die Definition oder besser gesagt das Hauptaugenmerk von Sand und Erde ist. Also, was ist gleich und was ist unterschiedlich? Na gut. Vielleicht gibt es ja da jemand Kluges und der kann das sein. Ein Erdforscher. Auch genannt das Erdmännchen. Die können ja da mal was reinschreiben. Wenn das richtig schön erläutert ist und wo die Leute sagen, ja, das ist richtig, dann kann ich es ja mal anpinnen. Ich würde mal sagen, wir haben heute mal wieder eine Folge gemacht, die wirklich unfallfrei war, oder? War die unfallfrei? Also ich würde jetzt fast behaupten, ich habe keinen Unfall gebaut. Ich habe schon gewesen. Sein sollte, dann, naja. Oh, Scheibe runter, Edeltraut. Aber ich habe glaube vergessen, dir ein Küsschen zu geben. Naja. Dafür haben wir jetzt schon Feierabend, dann kriegst du einen richtigen Schmatzer, einen richtigen feuchten Fuzzi. Oh. Okay, Freunde.
Abdeckung, Alter. Was für eine Strafe wird denn das geben? Das ist nur eine Ordnungswidrigkeit, ne? Das kann doch nicht. Kann nicht hoch sein. Ah, der lenkt dann zu früh ein. Ah, der ist ja so klein, das Ding hier. Der Bogen. Klappe halten. Ist der, ey, der lenkt immer so früh rum. Ist egal. Egal. Scheibe hoch. Schon dachte, warum geht denn Scheibe nicht hoch? Bitte vielleicht nach unten drücken. So. Ich hoffe, euch hat die Folge bisschen Spaß gemacht. Das war mal ein bisschen Werfeld beten wir ein bisschen rumquatschen. Wie gefällt euch das, wenn wir den LKW mal ein bisschen schlichter lassen oder ihn versuchen so ein bisschen, also ganz oben der ganze Schuss, ich habe unten das ein bisschen angepasst und den Aufbau, also die Achse habe ich auch ein bisschen verändert, wollte eigentlich mit anderen fahren. Ja, wie gefällt euch das? Dann schreibt das mal rein oder gebt ein Däumchen. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, gebt einfach ein Däumchen. Und wir werden uns bestimmt heute Abend nochmal live sehen. Was? Spannende Folge, ne? Dann haut rein, macht's gut. Bye, bye.